Oh Gott. Naja, sollten wir doch wissen, was da steht, wenn ich die Kiste ansprechen, alles lesen will. Eine Kiste mit frischen Äpfeln. Naja, mit halbfrischen. Also gut, die Äpfel sind schon reichlich überlagert. Rassiges Pferd! Geht euch feindlich herein wie ein kaltes Messer durch warme Butter! Rassiges warme Messer durch kalte Butter? Egal. Will den Hafer lieber dem Pferdchen lassen! Pferden lassen! Das wird doch sehr unschön. Ein Fass Wasser? Jetzt wollte ich fast wieder schreien. Ja, Hafer. Warum kann ich von hier aus überhaupt die Fenster draußen sehen? Ganz einfach, weil ich draußen Fenster sehe. Bitte mit dem Wiederholungsgeräusch aus! Na bitte, geht doch! Einer machen! Oh ja, das mag meine Stimme. So richtig. Aber ich brauche PS und Segen! Zwei Pferde stärken. Ja, da geht's ab, Baby. Genau, vom Zackenblitz. Kell ist die Hölle, Kell ist die Hölle. So. Muss doch tatsächlich bei der 4 wegen Rekrutenmangel schließen! Ey, vorläufig schließen! Mangel. Verdammt, wir bringen sie natürlich nicht wichtiger als ein Was mache ich denn die ganze Zeit? Verdammt, wir bringen sie natürlich wichtiger als ein schlagkräftiges Heer! Pah! Oh, ich mag das einfach. Was treibt ihr da? Hat er überhaupt Befugnis, da haben wir es herum zu fuhrwerken, Karl? Jawohl, Herr Leutnant, der Soldat ist ausgebildeter Artillerist. Der Soldat hat alle Prüfungen mit Auszeichnung. Prächtig, na dann, Feuer frei! Feuer? Jetzt? Soldat, das Feuerwehr hat viel Geld in ihn investiert, um ihn das Feuern zu lernen. Also, Feuer! Welche Zielkoordinaten soll ich kalkulieren? Feuer! Ja! Jawohl, Herr Leutnant. Oh je. Na bitte, lief doch famos! Wo verrückt geworden? Was? Weil ihr einfach dagegen drum! Aber. Du hast keine Diskussion! Wir dafür sorgen, dass ihm die Geschützpatente wieder anerkannt werden, Kerl! Achtung! Sag da jetzt was anderes? Weiß gar nicht mehr. Nein. Sauber Einschuss! Immerhin! Offizier anwesend! Mhm. Hallo? Wo sind die erste Bagage hin? Hin! Auf Manöver, Herr Leutnant! Packen zusammen! Haare schneiden lassen! Geht ja! Die durchdrücken! Aufmachen! Spitzkontrolle! Ich bin zur Kontrolle bereit, Herr Leutnant! Seht eine Ungläubigkeit! Verlangen eine Erklärung! Das Soldat ist ganz klar, worauf der Leutnant anzuspielen geruht. Stell dich nicht so dumm! Hier liegt ein Flugschiff des Pazifistenvereins! Es ist das verbriefte Recht eines jeden Bürgers, sich frei und... Mund halten! Herkommen! Aufessen! Aufessen! Zack, zack! Und jetzt Hundeplatz! Wenn dieses Skandal nicht auf sie beruhen lassen! Jetzt sind die politischen als auch schon unter den Rekruten! Rekruten! Oh Gott, ich trinke erstmal einen Schluck. Offizier anwesend! Schultern durchdrücken! Krankenaufschlag richten! Hände an die Hosennaht! Augen geradeaus! Hört ihr schwer? Augen geradeaus! Melde, ich schiele von Geburt an, Herr Leutnant! Wie zielt er denn, wenn er schießt? Nach Gehör, Herr Leutnant! Ihr hört wohl auch das Gras wachsen! Wie? Herr Leutnant! Hauen putzen! Stiefel putzen! Packen zusammen! Bauern sind gefreit an den Luxono! Die Luxono? Hat sie als guter Kundschafter erwiesen, aber kein Grund für ihn, überwältigt zu werden! Klar! Kreuz durchdrücken! Benzin sehen ja miserabel aus! Urlaubssperre und Strafwechsel ziehen! Hatte die Dose da oben zu suchen! Melde, Dose wurde bei der letzten Inspektion von dem Offizier vergessen, Herr Leutnant! Nehmen wir das mal an mich! Aufwachen, Spitzkontrolle! Spitze Kontrolle bereit, Herr Leutnant! Sieht ja ganz verliebt aus! Glück gehabt! Abschließen! Oh, ich kann es nochmal machen, wahrscheinlich kommen wir wieder selber raus. Ja.
Das wird herrlich, weil ich die Stimme den ganzen Spiel über durchziehen will. Ja, ja, Offizier haben wir. Unbelegte Betten! Die Valmaldeiten verbringen sie das ganze junge Volk ein! Und uns fehlen ihre Rekruten! Betten sehen ja ganz manierlich aus! Ich wäre es, das ganze Spiel über durchziehen. Das speichern wir erstmal. Alle ausgeflogen? Oder wie? Ach ja, richtig! Wir sind ja auf dem Exerzierplatz! Und daher. Pah! Würfel! Der wahre Spiel selbst reden kann! Hehe, hat wohl jemand beim Raustreten seinen Gewinn liegen lassen? Wer das zu verwahren wissen? Betsy sind ja miserabel gemacht! Aha, ist abgeschlossen! Bin also frei! So dumm! Die üben ja mit dem kompletten Marschzeug! Da ist der Schrank natürlich leer! Schade. Ich hätte gern was ausgeliehen. Offizierscasino. War da oben nicht irgendwas? Scheinbar nicht. So, dann gehen wir erstmal die Waspada rein. Na, in dem Privatraum des Generals haben sie nichts verloren. Ich glaube, da drüben war es auch, oder? Personalaktenliste im kaiserlichen Regimenten angehörigen Personenkreises nebst Leistungsbeurteilung unter besonderer Berücksichtigung der letzten Heeresorder vom 27. April. Finger weg von den Handakten. Verzeichnis sämtlicher topografischen Karten des Geländes unserer Grenzregion. Wunderwerke der Technik in ihrem Bestreben, der Heeresschlacker dienlich zu sein. 10 Bände. Das Gefechtsfeld unter geometrischen Gesichtspunkten. Eine kleine Zimmerpflanze. Überlegung zu einer Schnellfeuerwaffe mit rotierenden Läufen. Von der Metallfabrikant mit untertänigsten Gruß unserer tapferen Armee-Hilfmensch. Unschwolles Gedankengebräu eines dieser bürgerlichen Emporkömmlingen. Mackwitz, Sie sind ein Fossil, verstanden? Tja, vom Krieger der Modernen. Manche meinen, die neuen Zeiten bringen nur Unglück und Verderben, aber ich sehe die Möglichkeiten. Aber versuchen Sie einmal, einem Haufen aller generell eine neue Idee schmackhaft zu machen. Manchmal ist es leichter, einen Pudding an die Wand zu nageln. Ich mach dir mal einen Pudding, den kannst du an die Wand meißeln. Da ist die Wand, egal. Aufstellung der diensttauglichen männlichen Bevölkerung im Bezirk des Regiments seiner Majestät. Ohne Software in Altenjage ist die Armee nichts. Erlaub mir die Bemerkung, dass es vor allem auf den richtigen Kampfgeist ankommt! Romantisches Gefahr, sind Magnitz. Die Zeiten tollkühl Kavallerieattacken sind schon bald vorbei. Präzision, Gehorsam und technisches Vermögen zeigen die schlagkräftige Armee der Zukunft aus. Merken Sie. Da hat er recht. Na, Leutnant, was treiben Sie denn hier? Ist im Casino das Alkohol ausgegangen? Melde, nein! Hätte mich auch gewundert. Stehen Sie bequem, Mann. Denken Sie daran, dass ich auf Ihren Bericht von der Weltausstellung warte. Jawohl! Da will ich Sie nicht länger aufhalten. Ab! Ne, habe ich vorhin anders gesprochen. Stellen Sie den alten Herrn nicht Belanglosigkeit, was immer es sei, sagen Sie es mir. Das kommt doch wieder später, ja. Schneidig! Kronprinz Friedrich ist ausgezeichnet getroffen! Was reden Sie denn da, Magwitz? Das ist Kronprinz Wilhelm. Nein, warten Sie. Jetzt habe ich's, das ist Friedrich Wilhelm. Oder Wilhelm Friedrich? Natürlich. Aber welcher, der Ältere oder der Jüngere? Ja, wir können von Glück reden, so ein gebärfreudiges Herrschaus über uns zu wissen. Jawohl! Ah, herrlich. Schönes Spiel. Ich werde meine Stimme dann wieder so wunderbar ruinieren. Grun der Herr, einen Wunsch zu äußern? Schnaps, Heinrich! Sehr wohl. Ich dachte... Bitte sehr. Auf Ex! Tolles Zeug! Ganz wie Herr von Magnitz Mai. Brauche nichts. Moment. Ah ja, übrigens. Nein, brauche nicht. Feinstes Polierfett aus Walfischstrahlen. Monsterfibel, ja. Enthält die Angaben der analysierenden Gegner. Das könnte ich vielleicht mal erwähnen? Ja. Man sieht, wir sehen nichts. Ja, hier kann man Gegner analysieren und sich wieder anschauen, damit dagegen so Taktiken entwickeln im Kampf.
Man kann natürlich auch einfach stupide draufhauen, wenn man das möchte. Wird häufig schwerer. Aha! Es ist 9 Uhr. Kavallerieattacke im Morgengrauen. Großartiges Gemälde. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an die Monkey Island Uhr. Ist es hier denn immer 10 Uhr? Grünzeug! Aber keinen Sinn dafür! Wächst nicht mal auf Befehl! Ja, ich hätte gern. Auf Regimentsklatsch! Sehr wohl. Herr von Itzenblitz ist derzeit in Fehde mit Herrn von Blitzenblitz. Herr von Itzenblitz schneidet Herrn von Hackenblitz. Und habe gerade völlig die Orientierung verloren! Was für ein Blitz! Ganz wie Herr von Magwitz meint. Ja, ja, ja! Gerade sag das! Ja. Hier stehen auch schon die angenehmen Seiten der Offizier, das halt aufgereiht. In Reihe und Glied. Der Garderobenschrank erhält nichts von Wert. Was ist denn für scheiß Garderobenschrank? Ja, zum Zeug, ne? Boah, ich muss mehr trinken von dem Zeug. Guten Morgen, Herr Feldmarschall. Habe nicht vor, so etwas zu untersuchen. Cognac, Brandy, Whisky, Liköre, Korn, Rum, Wodka, Gin, Obstler, Wein, Sekt. Die nächsten Abend im Schrank ist sicher. Du nimmst deine Schnapsflasche. Der Schnaps wird nicht mehr angerührt. Du hattest den, dein Kamerad. Ja, das steht wahrscheinlich dasselbe, ne? Ja. Kannst du vielleicht packen, wenn man irgendwo anders anredet? Nein, ich habe alles gedacht. Dieser Mistkerl. Hurra, wir reiten eine Attacke. Herrliches Lied! Hab ihr gehört? Krieg liegt in der Luft. Das war ja mal eine ganz feine Sache. Zu schön, um Wort zu sein. Kann ich die Flasche nicht da mitnehmen? Prost, Kamerad! Auf Ex! Schön, dass man so viel trinken kann, wie man möchte. Für gerade ein herrliches Leben. Können ewig so weitermachen. Ja. Kann ich mich erinnern, welche Tastengeräusche machen? Die schwarzen oder die weißen? Hey. Für die nicht Aufträge abgeben können? Hm. Ja, war so. Kommt das jetzt nachher? Ich geh nochmal raus, nochmal rein. Hm. Ja, war so, als hätte man von den Aufträgen bekommen. Oder erst später. Auch gut. Das Bild hab ich schon. Gehen wir mal auf. Oben Mitte! Muss mir jedes Mal aufs Neue sagen, wo eigentlich meine Stube ist. Wollte ich Zimmer sagen. Tür ist verschlossen. Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen. Mach auf, Bursche! Sein Leutnant ist da! Steht zu Diensten, Herr Leutnant. So. Muss auch den Bericht beenden! Seid Schleicher beim Regiment, wird alles bürokratisch! Bessere Geschichte! Ich morse. Okay. Aha! Etwas Munster ist noch übrig! Na, immerhin! Alles leer! Monokelputztuch, Sandpulitur, Haarpomade. Neues Hake. Reinigkeit ist oberstes Gebot. Nö. Schiedsdienst, Herr Leutnant. Weiß er eigentlich, was für ein angenehmes Leben er führt? Och, als Leutnant ist es bestimmt auch nicht schlecht. Hört ihr wohl nicht richtig? Ist er etwa einer dieser politischen Anarchisten? Ach nein, ich dachte nur... Jetzt fängt der Kerl auch noch an zu denken. Mal hören, die Welt spielt schon weit genug. Das soll sich seinesgleichen ganz aufs Gehäuse konzentrieren. Ja. Die Bürde Entscheidungsfindung ist mein Stand vorbehalten. Verstanden? Ich bin zufrieden, wie es ist. Brav gesprochen. Meist ja nur gut mit ihm. Fürchte ein viel zu weiches Herz zu haben. Nur genug des Sentiments. Die Pflicht ruft. Na, etwas von meinem Spaten mitnehmen. Kaum wenn etwas am Part ist in der Stadt ein. Ich glaube mir wohl nicht, was ich da sehe. Nichts. Hat er noch von meinem Geld genommen, Bursche? Nein, Herr Leutnant. Wenn Herr Leutnant sich erinnern mögen, fällt Herr Leutnant bestimmt wieder ein, dass sich Herr Leutnant für einen Funkelniegelnagel neuen Selbegriff begeistert haben. Selbegriff? Ach ja, dieses teure Mistding. Habe es unnützerweise gekauft. Missliche Lage.
Ah, jetzt kommt das. Okay. Bin komplett blank. Wenn die Kameraden das wenn die Kameraden im Casino anschauen müssen, um wieder liquide zu sein. Bis zum nächsten Tolltag, wenn die Tour leer bleiben. Na, wie ist wieder lang, gell? Haben wir alles verpasst? Das ist nur so krachte! Magnus kann den rettenden Hafen der Ehren steuern, um sie zu sanieren. Auf hübschen Fabrikantentöchtern in der Stadt herum. Hehehe. Spaß beiseite! It's Witz! It's. Will ich dringend etwas Kleingeld, um auch weiterhin Komfort zu bleiben? Mal sehen, was sie machen werden. Haben wir selbst ein kleines Problem. Wofür wollen wir jetzt Inspektion der Mannschaftsbrage mein Polierzeug da vergessen haben? Wenn Mark dieser vorgetragene Ausschau hält, springt der ein oder andere Fahrerball raus. Hast wohl hier mit aufgetrieben? Ist ein Witz! Keine Sekunde zu früh. Glaube, eine matte Stelle auf meinem Helm entdeckt zu haben. Besten Dank, Kamerad. Ich würde gerne die pekuniäre Not etwas lieber mit 50 Taler geben. Die Firma dankt! Kann ich? Ach ja, blablabla. Blub. Trinkt man noch ein? Na, Mike Witz, gleich Spiel gefällig. Jeder bekommt 3 Karten. Wer die höhere Anzeigenzahl hat, gewinnt. Einsatz bei 10 Talern. Was ist denn los? Ich kenne den guten Mann jetzt gar nicht. Aber dann eben nicht. Später. Haben wir gerade einen lästigen finanziellen Engpass. Schon wieder, Magwitz? So gibt's erst wieder nächste Woche. Bisschen ist Sache. Sie ist schon völlig schwarz. Na, Kopf nicht hängen lassen. Kann vielleicht helfen. Aber gerade selber Sorgen. Delikat der Natur. Wieder Frauengeschichten. Hackenblitz. Habe ich eine unangenehme Lage manövriert. Nur so viel. Ein Duell steht an. Ein Duell? Famos. Nicht so laut, Magwitz, nicht so laut. Duell ist ja noch offiziell untersagt. Du misst nur, dass ich mich beim letzten Austritt den Arsch habe ich mir ausgekugelt. Den Arm ausgekugelt habe. Fürchte, dass es beim selben Kampf hinderlich ist. Aber falls ich gut Magwitz meinen Ersatzmann geben wird, soll es mit ihm Blitzentalen vergolden werden. Ernstsache, gegen wen geht's denn? Bin mit dem Bruder einer holden Maid aneinander geraten. Junge Hitzkopf, erwarte mich im Stadtpark im Brunnen. Wir duellieren uns im Brunnen. Ist ein großer Brunnen, müsst ihr wissen. Werde es mal eben erledigen. Dachte ich schon, dass ich auf den alten Magnus verlassen kann. Frage heißen Dank. Jeder junge Magnus diese Willerstellung? Werde mal den technischen Klimperkram zur Gemüte führen. Kann nur den Magnus wie den Rössel gefallen tun? Aber ihr hättet nicht den Britischen gefasst. Brauch nur einen Post. Still und der Amor. Ist ein Blitz, aller Knabe! Wohl noch ihre Mann gekommen? Wie? Ein Blüschschlüssel waren sie müde. Aber Freundin Brevi ist nun mal eine gute Partie. Muss Eindruck schinden. Kann der Jude Magnus nicht die Briefchen zu meinem Herz aller Liebsten drehen? Mit der Badefrolle ist nämlich auch bei der Ausstellung. Auf dem Gelände. Will dem Juden alten Magnus auch für seine Mühen entlohnen. Hier ist das Geschreibsel. So, wir speichern aber erstmal, bevor wir jetzt wieder Unsinn tun. Ah, komm, wir spielen mal eine Runde. Richtig. Und? Hab ich jetzt 25 Augen? Ja, 26 Augen. Sabalot durch 1. Hab gerade meinen Einsatz verloren. Und schon haben wir 61 Taler, ja, aber nee. Glücksspieler verliere ich immer. Beziehungsweise ich höre nie auf, wenn ich gewinne. Und dann lade ich wieder. So, dann verlassen wir mal die Kaserne. Und sehen die Stadtmap. Kaserne. Da können wir in die Sackgasse gehen, da auch. Was immer wir da wollen. Über die Schienen können wir nicht laufen. Schade. Gehen wir erstmal auf den Bahnhof. Das bringt uns zwar nichts, aber ist schön. Alles blitz blank! Bitte ich mir aus! Verstanden, Karl? Hab die Grabenblase genau gesehen! Sieh es nicht bloß vor! Kann auch ganz anders! Techno. Mein Vater verrichtet seinen Dienst als Postkutschhornbläser. Zuweilen wird mir ganz schwindelig, wenn ich den Fortschritt bedenke. Kann ich rauf? Aha! Jetzt ist 2 Uhr. Entweder das oder 10 nach 12. Extrablatt, Extrablatt, schon wieder ein Zug erfallen, Passagiere völlig verstört.
Warten, in wenigen Jahren wird sich ein umfassendes Eisenbahnnetz um unseren Planeten spannen. Entfernungen haben dann keine Bedeutung mehr. Fahr ich mit dem Zug von Deutschland nach Amerika. Ein Reisekoffer. Baut man nämlich eine Brücke rüber. Türen sind verschlossen, bis der Zug zur nächsten Abfahrt hergerichtet wurde. Licht dringt gleich mal her. Ein Prachtstück, diese neue Maschine. Damit sause ich wie ein geölter Blitz über die Schienen dahin. Und ich kann einen DeLorean anschieben, der dann durch die Zeit in die Zukunft zurückreist. Oh, Moment, falsches Thema. Ja, hören! Weiß er, wann der nächste Zug geht? Hier fahren ständig Züge ein und aus, Herr Leutnant. Ach, früher, da ging es noch ruhiger zu. Ich denke nur an... Ausreichend! Hier stammt sie ein Packkoffer. Wenn gerade kein Zug kurz vor der Abfahrt steht, ist der Bahnhof ein beinahe lieblich ruhiger Ort. Ha, okay. Nein, können wir nicht ansprechen. Ich kann nicht mit dem Licht sprechen. Das ist die Altstadt. Gehen wir mal in die Altstadt. Ja, so ist es im Rollenspiel. Ich gehe überall hin und nicht dahin, wo ich hin soll. Bist du ein Indianer, Onkel? Peng, peng! Immer schön Krieg spielen, kleiner Mann! Sie hat eine erfreuliche Entwicklung! Und ich sehe einen massiven Hustenanfall auf mich zukommen. Hier, Marktplatz, Osten, Oper, Westen, Kirche. Gold! Bleib doch mal stehen! Ah. Ein Glück, dass ich nicht in der Arbeiterviertel eingesetzt werde. Da geht's zur Zeit hoch her. Aber fast! Ein Drückebürger von mir zu haben! Aber nein, Herr Leutnant, ich versehe hier meine Pflicht. Und zwar auf das Gewissenhafteste. Willst du ihn hoffen? Von einem patriotischen Bürgerverein der Heimat als Gabler gebracht. Kann die Taube nicht? Nein, kann ich nicht. Lese fortschrittlichen Anzeiger, Leute! Wissen und Wahrheit für einen geradezu lächerlichen Preis! Tinkleckserei! Geh mir weg damit! Träum dich nicht! Was treibt ihr hier für wunderliche Prozesse, ja? Posen! Ah, der Herr Leutnant sind an modernen Technik interessiert. Herr Leutnant marschieren ja an der Spitze der Entwicklung. Mein Kompliment. Ja, ja, ja! Hat er aber gut bemerkt, Kerl! Wollen Herr Leutnant nicht den neuartigen photomechanischen Apparat in Aktion erleben? Ich könnte ein Bild des Herrn Leutnant verfertigen. In Minutenbruchteilen verewige ich Herrn Leutnant auf einer dieser Platten für gerade einmal 5 Taler. Immer den Versuch wagen! Wenn ich den Herrn Leutnant bitten darf, in Positur zu gehen. Am besten nach dort. Ein klitzekleines Stück zurück, Herr Leutnant. Sehr schön, jetzt noch etwas nach links. Hervorragend, nur noch ein Tier nach vorne. Vor, rechts, zurück. Ist er Experimentiermeister oder Porträtmacher? Exerziermeister oder Geil! Herr Leutnant steht perfekt. Das wird ein Foto. Oho, Herr Leutnant werden staunen. Achtung! Was machen Sie denn da? So posiert man doch nicht für ein Foto. Sehen Sie einfach in Ihrer natürlichsten Haltung. Nein, nein, nein. Lächeln Sie, lieber Leutnant. Zeigen Sie der Welt Ihre freundliche Seite. Immer lächeln. Naja, eine Zeitungsprüfung wird der nie. So, und jetzt schön stillhalten. Die Belichtung läuft. Und läuft. Ah, und läuft. Und läuft. Ich spüre meine rechte Wange nicht mehr. Stillhalten und lächeln, Herr Leutnant. Gleich ist es soweit. Achtung. Wunderbar. Ein Moment, ich werde die Platte sogleich entwickeln. Wo ist denn mein Natrium? Ich brauche es sowieso die ganze Zeit. Fertig. Das Porträt der Zukunft, bitte sehr. Unverschämtheit! Hat er heimlich einen Affen gepinselt oder was? Meine Güte, die Ohren können Sie ja abschneiden. Dann sehen Sie schon fast aus wie ein... Mund halten! Verbinde mit dieser optischen Verunglimpfung des stolzen Offizierskorps! Ich glaube, ich sollte aufhören. Und wenn wir seine Visage zu merken wissen? Visage, du hältst eine Fotografie. Falschiger Anzeiger! Pah! Aufwiegerisches Käseblatt! Warum steht da FZ drüber? Was macht er denn da oben? Hoffe doch, er hält keine Unbotmäßigkeiten aus! Aber nein, Herr Leutnant.
Nein, nein, Herr Leutnant. So, ich führe nur mein Aero-Veloz-Pad aus. Wahrscheinlich völlig falsch aus. Schon mal, ja. Hä? Seit was? Erklär es sich! Mein Aero-Veloz-Pad. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich bin stolzer Erfinder des fußgetriebenen Luftlaufer. Gewöhnen Sie sich lieber an den Anblick. Dieser neue Art von Geschwindigkeit gehört die Zukunft. Naja, sieht mir nicht gerade rasant aus, was er da betreibt. Das ist nur eine momentane Unpässlichkeit. Ich hänge hier unnötigerweise am Kirchturm fest. Können Sie mir vielleicht einen kleinen beschleunigenden Schubs geben, Herr Leutnant? Ich will mal nicht so sein. Oh, vielen Dank, Herr Leutnant. Na, er macht mir Spaß. Wie soll man denn da überhaupt an ihn kommen? An ihn ankommen? Oh je, so ein Luftpad ist in der Tat ungemütlich. Hoffentlich fällt Ihnen etwas ein, Herr Leutnant. Ja, das Rätsel konnte ich beim ersten nicht lösen, weil ich den Gegenstand, den wir dafür benötigt, nicht gefunden habe.